Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück im verregneten Kingdom Come Deliverance. So, ich möchte gern weiter nach Merhoyet. Wo waren diese anderen? Entschuldigung. Ach, hier sind die. Naja, da kann ich da zuerst hin und dann von hier aus durchs Samopesh nach Merhoyet. Dann können wir denen auch gleich Bescheid sagen. Das ist, glaube ich, gar keine so schlechte Idee. So, da geht hier ein Weg entlang. Da kommen wir direkt auf die Jungs zu. So, der geht hier durch. Und hier. Also wieder raus und dann am Schneider links. Sehr gut. So, und wie komme ich hier raus? Hier geht's raus, ne? Wunderbar. Das hier ist die Hauptstraße. Sehr schön. Da müsste der Schneider hier links sein. Ja, genau. Da war der Schneider. So. Mal ganz kurz. Du wartest kurz. Und gibst mir mal deinen Sattel ins Inventar. Zack. So, nacktes Pferd. Ih, da steht ein nacktes Pferd. Einem nackten Gaul guckt man nicht ins Maul, oder wie war das? Ich grüße Sie. Gott sei mit dir. Ja, mit dir auch, mein Lieber. Ich brauch was. Ich lebe wohl. Das da. Kannst du nicht den Sattel? Kannst nicht, gell? Hm. Passt. Dankeschön. So. Jetzt sind wir wieder fresh am Start, oder? Alles auf 100%. Sehr schön. So, dann kriegst du dein Sattel wieder. Jetzt bin ich zwar schon aufgestiegen, aber das passt schon. Sattel wieder an. Wunderbärchen. Okay, dann geht es hier weiter nach links. Und dann hier diesen Weg raus, ne? So war es, glaube ich. Müsste passen. Ja. Und der müsste dann direkt nach dieses andere führen. Nach Fritz und Matthäus. Mumitus. So, ich, zu Expanditen und so. Ja. Zücke ich wieder mein Schwert. Denn man weiß ja nie, wo diese Stinkstiefel so lauern. Was ist das hier? Muss ich hoch? Ach so, das ist dieser Weg, der hier so genau im Zickzack. Das geht ganz schnell. Wo geht was ganz schnell? Wie hast du nicht drauf? Hier ist einer. Aha. Los, komm schon. Der schießt mit Pfeilen. Das nennst du kämpfen? Nein, das nenne ich kämpfen. Du bist tot. Jetzt bist erstmal. Ich ergebe mich. Genug. Jetzt bist erstmal du tot. Na. Und zwar damit. Zack. So, da hast du. Musste sein. Der ist zwar von allein weggefallen, aber... Ja, den hier. Natürlich. Verzierter Silberkelch, Silberring. Das ist alles Diebesgut. Das nehme ich ihm mal ab. Lederwamster brauchen wir nicht. Jagdpfeil. 25 Jagdpfeile, naja, komm. Die Groschen, die sind auch Diebesgut. Das nehmen wir ihm alles ab.
Die Klamotten kann er behalten. So. Und dann rüsten wir wieder um aufs Schwert. Der hatte eine gute Rüstung an. Also wir haben dem ja schon einige Schläge verpasst. Von unserem Rosse. Ich sattel nur mal kurz um. Stecher voll mit Blut. Okay. Silberring, der kommt zum Pferd. Und was tun wir noch in die Satteltaschen? Jetzt haben wir sehr viel Ringelblumenaufguss. Das ist sehr gut. Ich könnte mal Käse essen. Haben. So, haben wir sonst noch was? Groschen. Diesen Silberkelch tun wir zum Pferd. Das können wir auch im Pferd. Nein, können wir nicht. Okay. Schade. Ein Federkiel. Ne, den behalte ich. Den, vielleicht müssen wir mal was schreiben. So, dann ist trotzdem das hier noch unser Weg. Tja, siehste, es ist halt doch wichtig, mit gezücktem Schwert zu reiten. Denn man sieht, die Banditen lauern einfach überall. Diese linken Hunde versuchen ehrbare Bürger auszurauben, aber nicht mit mir. Da habt ihr euch geschnitten, Freunde. So, hier ist auch noch ein Questgeber. Da würde mich mal interessieren. Da kommt das, gucken wir jetzt mal. Denn das würde mich interessieren, was genau die Quest ist. Bei ihm hier, bei Müller, ha? Ich hoffe, ich kann dir von Nutzen sein, Ritter. Ach, Ritter, hast du Arbeit für mich? Gibt es hier etwas für mich zu tun? Kommt drauf an. Ist dir vielleicht nicht aufgefallen, aber wir haben hier ein Problem. Ich bin ganz Ohr. Wir haben einen Kumanen aus dem Fluss geholt. Hab eine Idee, was wir mit dem anstellen könnten, aber ich brauche Hilfe. Ich habe mit ihm was vor, aber dazu brauche ich Hilfe. Wie habt ihr das geschafft? Wie habt ihr das geschafft? Kommt nicht oft vor, dass Müllers Burschen einen Feind der Krone fangen. Wohl wahr. Meine Knechte geben sicher gern zum Besten, wie sie das hingekriegt haben. Mhm. Ich helfe dir natürlich. Ich helfe dir. Ich habe noch eine Rechnung mit dem Kumanen offen. Ich schätze mal, du kommst aus Scarlets. Richtig. Umso besser. Hab nämlich vor, den Hunsfort auszuquetschen. Will wissen, wo er sein Beutegut versteckt hat. Ich bekomme schon raus, was er weiß. Und die Sachen willst du dann behalten? Ja? Ich nehme mal an, du willst die Beute dann ihren Besitzern zurückgeben. Sehr witzig. Hilfst du mir jetzt oder nicht? Ja. Alles klar. Das finde ich schon heraus. Sprichst du etwa Ungarisch? Nein, kein Wort. Dann kriegst du nichts aus dem raus. Aber du kannst trotzdem helfen. Ein Stück den Fluss runter ist nur sehr gemütlich. Ungarisch. Die Männer sagen, da gäbe es einen Tagelöhner, der beim Würfeln auf Ungarisch flucht. Schau doch mal nach, ob der mehr kann als bloß fluchen. Das kriege ich hin, ich habe gerade keine Zeit. Sicher, das kriege ich hin. Muss ja nicht direkt sein, ne? Alles Gute. Sprachbarriere, sehr gut. Quest begonnen, aber das hat bestimmt Zeit, ne? Questlog. Sprachbarriere, finde den Übersetzer. Ja, kann ich jetzt im Moment eh nicht verfolgen. Denn wir haben ja drei Stück offen. Aber ganz cool, eigentlich. Finde ich nice. Sollte ich also öfters machen. Solche Sterne hier. Auf meinem Weg mitnehmen. Ich muss nach rechts. Hier hoch. Ja. So, dann zücken wir mal nochmal das Schwert. Ja! Nur für den Fall. Wie diesen hier zum Beispiel. Ich sehe dich, Kollege. Ganz schön dumm, wa? Ach, das war's schon.
Oh. Ei! Prospektropos! Das war's doch nicht. Okay, ouch, ich krieg die Hucke voll. Eieiei. Kumanen und einen Scheißhund. So, erstmal die Töle. Mist. Okay. Ja. So, wo ist der Hund? Verdammt nochmal. Ich sehe den halt auch nicht. Toll, Pfeil verschwendet. Ja. Das ist ein normaler. Autsch, da schießt einer. Ich muss mehr... Oh, verdammt! Ich muss mehr Abstand gewinnen zu der Scheißhöhle. Okay, ich nehme jetzt mal das Schwert. Du blöder Hund. Der Hund macht mein Pferd tot. Okay, erstmal nochmal ein bisschen weiter weg. Wo ist der blöde Hund? Da kommt er wieder. Okay, ich muss mehr Abstand zu der Töle gewinnen. Schon wieder ist er da. Ja. Ich will das gewinnen, verdammt. Ah, verdammt. Ja. Gibt's denn das? Da kommt er. Jawohl. Misthöhle ist kaputt. So, jetzt hole ich mir die Kumanen. Dieses Dreckspack. Da ist einer. Na, also den müsste ich doch jetzt getroffen haben. Schön in Arsch. Oh. Jetzt ist er doch draufgegangen. Aber war da nicht noch einer? Kumane, Tatsache. Tatsache. Der hat Groschen dabei. Mein Spitzpfeil. Ein Verband. Schnaps brauche ich nicht. Oh, die sind ganz schön gerüstet. Kumanisches Gurtzeug.
Sein Ohr hätte ich gern. Naja, kriege ich wohl nicht. Ich sollte mal schauen, ob der andere auch noch da ist. Naja, wobei... Ich hatte eigentlich was anderes vor. Na gut. Ja. Dann lassen wir es eben. Ja, das ist blöd gelaufen. Dass sie immer so einen blöden Hund dabei haben, das ist echt kacke. Denn das Problem ist, der Hund geht das Pferd an und dann kann ich nicht sauber zielen. Sonst würde ich die immer schön mit den Pfeilen wegsemmeln. Aber solange wie eben der Hund auf mich geht, geht das nicht. So ist es eigentlich. Ist jetzt mein Pferd verletzt oder ich? Ich habe drauf gekriegt. Und wie geht's dem Pferd? Gesundheit 100. Okay, da ist nichts passiert. So, die Sachen sind auch nicht kaputt, aber mein Zeug ist schon wieder kaputt hier, ne? Hier haben wir eine neue Stufe im Kampf. Auch gut. Nein? Ah, hier, im Schwert. Ja, sehr gut. Zornhau. Was ist denn Zornhau? Abfolge. Zuschlagen, zuschlagen, zustechen. Okay. Na gut. Wie sieht's aus? Kleidungstechnisch. Ja, alle Sachen wieder ein bisschen gelitten. Das ist natürlich blöd. Oh, Moment, ich hab doch hier. Ich hab doch Rüstungsset. Ja, siehst du? So, nämlich. Nichts kombinieren. Schneiderset. Das da, das da, das da, alles reparieren. Schmiedeset, Stecher reparieren und Eibenlangbogen. Okay, also wir müssen wieder Schmiede- und Rüstungs- und Schneidersets kaufen. Jawohl, alles wieder wunderbar. So muss es sein. Und es schüttet immer noch. Oh, wo sind meine Jungs? Ah, da. Hi. Hey, was ist denn mit dir passiert? Das Kloster will, dass ihr für eure Versorgung aufkommt? Das klingt komisch. Lass gut sein, Heinrich. Wie du meinst. Ich wollte mit ihm hier reden. Der Müller in Ledetschko würde euch gern kennenlernen. Du hast wirklich Arbeit für uns? Selbstverständlich. Ich konnte eure verdrießlichen Gesichter nicht länger ertragen. Danke, Heinrich. Nur... Was? Was? Die Belohnung, die wir versprachen. Also, wir kommen zusammen nicht mal auf einen Groschen. Oh. Gebt mir das Geld ein andermal. Wieso gebe ich mich überhaupt mit euch ab? Ja, passt schon. Das macht nichts. Gebt mir das Geld, wenn ihr könnt. Das werden wir. Komm nächste Woche vorbei. Wir geben dir Geld, sobald wir unseren ersten Lohn bekommen. Das sind doch Freunde. Passt schon. Mach's gut. Ja, Jungs. Ich war eh auf dem Weg. Ist okay. Hier haben wir in der ersten Staffel uns mit dem Fritz, glaube ich, geprügelt. Weil wir... Ich laufe an meinem Pferd vorbei. Nein, ist mein Pferd. Fritz, Finger weg. Nein, ist meins. Weg, Matthäus. So. Mit Fritz geprügelt, weil... wir angezweifelt haben, Entschuldigung, dass das Kloster Geld von denen will für die für die Reparatur, für die Heilung. So, jetzt ab nach Merhoyet. Wie machen wir das denn? Ja, auf jeden Fall, dass das Kloster hier Samopesh dadurch, okay, gut. Das heißt, hier nach links. Haben wir angezweifelt. Achso, wir sind auch Gesundheits... Ja, guck mal hier. Wir könnten mal einen Ringelblumenaufguss zu uns nehmen.
Dann geht es uns energietechnisch nämlich gleich viel besser. So, ja, was ich eigentlich jetzt schon zum dritten Mal sagen möchte. In der ersten Staffel haben wir quasi angezweifelt, dass sie das Geld zurückbezahlen sollen. Fürs Kloster, fürs Aufpäppeln der zwei Jungs. Und haben ihm, glaube ich, vorgeworfen, er hätte irgendwie das Zeug verspielt oder irgend sowas. Ja. Ich nehme mal wieder den guten Stecher. Denn wir reiten wieder durch den Wald. Haben ihm dann, glaube ich, vorgeworfen, er hätte gespielt oder irgend sowas. Er nun wieder. Er läuft auch immer hier durch. Und deswegen haben wir uns dann mit Fritz geprügelt. In der ersten Staffel. Und ich glaube, das habe ich hiermit gerade umgangen. Aber ich merke schon, wir haben... Das haben wir alles quasi schon gemacht. Auch das mit Theresa. Aber eben zu ganz anderen Zeiten. Wir haben die Hauptquest lange nicht so weit verfolgt wie bisher. Mit dem Gefangenen und so weiter, das haben wir alles noch nicht erlebt. Auch diese große Schlacht da und was da eben alles so war. So, wir reiten durch Samopesh. Am besten ohne Waffe. Ja. Und dann kommen wir wieder raus. Dann können wir die Waffe wieder zücken. Ja. Wunderbar. So, das mit Shift ist echt schwierig. Shift und Waffe wechseln. Ich wünschte, ich hätte Waffe wechseln auf dem Mausrad. Aber wir können nur die Waffe nicht durchschalten, sondern halt nur die jeweilige Waffe nehmen. Entweder 1 oder 2. Das ist, ja. Das ist so ein Ding. Hier, ich weiß, das Decknest. Nein, aber wir es schon entdeckt hatten. Ah, wir genesen, sehr gut. Ja, auf jeden Fall ist es auch schon wieder Zeit für ein kleines Folgenpäuschen. Ich steck schon weg, dankeschön. So, was ist eigentlich? Das muss ich mal kurz ausprobieren. Jetzt ist unser Schwert sehr blutverschmiert. Wenn ich mich jetzt wasche, ist das dann wieder sauber? Ja, sieh mal an. Schwert nämlich auch gewaschen. Sehr gut. Ach, ich liebe diese Mod. Die ist sehr gut, diese Mod. Das war auch eine Mod, die mit dem Waschen alles wäscht. So, anscheinend geht's denn hier wieder gut, wa? Verhöre den Gefangenen im Meerheuet, sieh nach dem Banditen. Wir könnten noch Gesundheit 100, Energie, Sattheit. Okay, wir sind wieder voll gesund. Sehr schön. Was ist dann das Weiße da? Regenmann, wetterfühlig. Ich hätte gern nicht so viel Regen. Das, Energie, Gesundheit 100. Pferdgesundheit auch 100. Sehr komisch. Haben wir Fertigkeiten? Ach ja, hier, reparieren haben wir eine dazu gekriegt. Bekommen. Gekriegt ist schwäbisch. Trägst du frisch gewaschene Kleidung, ist dein Charisma für einen Tag um einen Punkt erhöht. Oder 7 Meilenstiefel. Wenn du Stiefel trägst, die du repariert, selbst repariert hast, verbrauchst du beim Sporten 20% weniger Ausdauer und kannst somit länger sporten. Das ist sehr geil. Nehme ich. 7 Meilenstiefel. Wunderbar. Denn, wie gesagt, ich möchte gern beim nächsten Schmied und sowas, möchte ich gern wieder Schmiedesets kaufen und Dingens und Kirchen und sowieso und Pipapo. Und jetzt, meine Freunde, machen wir aber erstmal eine kleine Folgenpause. Dorfbewohner, geht's euch besser, ja? Ich hoffe, ich kann dir zu Diensten sein. Ach, nee. Gott behüt dich. Passt schon. So,
und hier Gefangene befragen und gucken, wie es aussieht. Das, wie gesagt, machen wir morgen. Wenn es wieder heißt, Time to Play hier bei Kingdom Come Deliverance. Bis dahin, macht's mir gut. Tschüss.